Du wirst nicht glauben, welche Vorteile es hat, wenn du Essig über deine Füße kippst. Wie genau es funktioniert, was es dir wirklich bringt und was du unbedingt beachten musst, erfährst du in diesem kurzen Video. Denn neben einer Wanne, in die deine Füße passen, brauchen wir noch einen Essig, und zwar einen ganz speziellen. Es sollte Apfelessig sein. Fülle hier jetzt etwas Wasser in die Fußwanne. Ich habe 2,5 Liter Wasser und gebe dazu jetzt 75 Milliliter von dem Apfelessig. Wenn du mehr Wasser hast, musst du die Apfelessigmenge dementsprechend etwas anpassen. Neben dem Apfelessig nehmen wir noch eine weitere Zutat, die ebenfalls unglaubliche Vorteile für die Füße hat, und das ist herkömmliches Salz. Davon solltest du jetzt einen gehäuften Esslöffel ebenfalls mit zu dem Wasser geben. Was genau diese Mischung dir bringt, erkläre ich dir gleich noch genau. Geh jetzt mit deinen Füßen in diese Fußwanne und bleibe ungefähr 20 bis 25 Minuten in dem Fußbad. So hilft dir der Apfelessig in dem Fußbad unter anderem dabei, die Hornhaut aufzuweichen, damit du sie danach mit einem Bimmstein oder ähnlichem wirklich einfach entfernen kannst. Außerdem soll das Fußbad mit Apfelessig die Wundheilung fördern, Juckreiz lindern, Bakterien abtöten und so sogar Schweißfüßen entgegenwirken. Salz Schweiß bindet und Bakterien abtötet, ist es hier noch besonders hilfreich. Außerdem wird die Durchblutung der Füße gefördert und so kannst du müden Füßen entgegenwirken. Wenn die Zeit rum ist, komm heraus und trockne deine Füße gut ab. Du solltest sie jetzt noch mit einer pflegenden Creme einreiben und danach im besten Fall Socken anziehen. Für eine perfekte Wirkung kannst du dieses Fußbad mit Apfelessig bis zu 2-mal die Woche wiederholen. Wusstest du übrigens, dass du deinen Wasserhahn mit Olivenöl reinigen kannst? Wie genau dieser Trick funktioniert, erfährst du, wenn du jetzt auf das Bild im Video klickst.